das Risiko, dass Unternehmen vor dem Hintergrund entweder scheitern oder Produktionsstätten verlagern aus Deutschland, aus Europa heraus, ist hoch. Ja, die EZB mit einem erneuten deutlichen Zinsschritt, muss man sagen, nach oben. Schauen wir mal, ob es wirklich so deutlich ist und ob es ausreicht, was das für die Konjunktur, für die Aktienmärkte bedeutet, auch für Sparer. Wie geht es weiter an den Kapitalmärkten? Und das frage ich jetzt einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Hallo, Herr Hellmeier, Chefvolkswirt von Netfonds. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ja, dann gehen wir gleich in die Vollen. Die EZB frisch eingetroffen, die Zinserhöhung nochmal um 75 Basispunkte. Die Frage natürlich, ist das jetzt wirklich der große Wurf, um die Inflation eben zu bekämpfen und den Euro vor allem zu stabilisieren? Es ist ein großer Wurf im Hinblick auf die Geschichte der EZB, was ihre bisherigen Zinsschritte anbetrifft, weil sie wiederholt das, was sie bei der letzten Sitzung gemacht hat. Und wenn wir uns mal anschauen, was in diesem Jahr passiert ist, auch vor dem Hintergrund dessen, dass Joachim Nagel eben in diesem Prozess genau diesen Zinserhöhungszyklus begleitet, dann ist es substanziell. Das ist das Erste. Das ist auch ein Begriff, den Frau Lagarde gerne mag. Entscheidend ist aber eine andere Frage. Entscheidend ist die Frage, ob es ausreicht. Und sie hat deutlich gemacht, dass man auf dem Weg ist. Aber das Entscheidendste, was sie heute gesagt hat, ist, dass man hier keine Forward Guidance mehr hat, also keine Vollkaskoversicherung für Finanzmärkte und die Realwirtschaft, so wie man es in der Vergangenheit gerne gepflegt hat, was ich übrigens immer kritisiert habe, sondern dass man von Fall zu Fall, von Sitzung zu Sitzung entscheidet, um zu sehen, was eben angemessen ist. Und diese Vorgangsweise oder Vorgehensweise halte ich für richtig. Weil sie eben auch immer eine Unsicherheit für Finanzmarktteilnehmer darstellt und damit ein Stück weit Unberechenbarkeit, eine gesunde Risikoaversion an Finanzmärkten ein Stück weit erzwingt. Ja, was sich Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt hierzulande fragen, wir schauen auch gleich noch später auf die Kapitalmärkte, aber schauen wir erstmal wirklich auf den kleinen Michel und die kleine Marie, die machen sich wirklich Sorgen, große Sorgen. Bei 10% Inflation fragen sie sich natürlich, ja, wo kann die Reise da noch hingehen im nächsten Jahr? Geht es da noch weiter nach oben? Bei der Inflation haben wir leichte Entspannungssignale und auch darauf ging Frau Lagarde ein. Ich habe das in unseren täglichen Reports, dem Hellmeyer-Report, der übrigens kostenfrei beziehbar ist, immer wieder betont. Wir haben seit 3, 4 Monaten deutlich sinkende Rohstoffpreise. Und da die Rohstoffpreise ja ein wesentlicher Treiber waren für die Preisinflation, nicht der einzige, aber ein wesentlicher und der unerwartete Treiber, steht hier ein Stück weit Entspannung im Raum. Wir haben heute auch die US-BIP-Daten bekommen für das dritte Quartal, die erste Schätzung. Und was sehr interessant war, ist, dass der Deflator, also quasi der Preisindex, mit dem das nominale Wachstum oder die nominale Wirtschaftsgröße auf eine reale, einen Inflationsbereinigt gebracht wird, im Quartalsvergleich von zuvor 9,1 jetzt auf 4,1% gefallen ist. Und das ist der niedrigste Preisdeflator seit dem dritten Quartal 2021. Also das sind schon entscheidende Größen, die uns sagen, das Inflationsbild entspannt sich. Aber es wird sich nicht so entspannen, als dass jetzt die Zielgrößen der Federal Reserve oder der EZB relativ zeitnah erreicht werden. Aber es sagt uns, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht exogene weitere Belastungsfaktoren gibt, zum Beispiel durch eine Verschärfung durch die Ukraine-Krise, dass die Spitzen der Preisentwicklung hier erreicht werden. Es gibt auch andere Indizes aus anderen Ländern, wo man jetzt sieht, dass Erzeugerpreise auch ein Stück weit im Anstieg im Jahresvergleich von den Spitzen runterkommen. Dann ist das alles ein wenig ermutigend. Aber jetzt lassen wir uns noch mal auf den deutschen Bundesbürger zurückschauen. Was hat der erlitten in diesem Jahr? Es gibt eine Studie der DZ Bank, die sagt, der Vermögensverlust durch die Inflation in diesem Jahr liegt für den deutschen privaten Haushalt bei insgesamt 396 Milliarden Euro. Das muss man in ein Verhältnis setzen. Der Bundeshaushalt hat dieses Jahr 496 Milliarden Euro. Das sind also 80% des Bundeshaushaltes oder mehr als 5% des Gesamtvermögens. Das sind 7,7 Billionen Euro, die die privaten Haushalte Deutschlands halten. Das ist sehr viel. Mehr noch.
Für diejenigen, die von ihrem Einkommen abhängig sind, kommt eine zusätzliche Belastung dazu, nämlich, dass sie einen Kaufkraftverlust haben, wenn wir die Eurozone oder ist im Moment beinahe gleich oder die deutsche Verbraucherpreisinflation nehmen, von 10%. Das heißt, mein Einkommen, wenn es stabil geblieben ist, gegenüber dem Vorjahr, hat heute 10% weniger Kaufkraft, neben dem Vermögensverlust. Das sind Größenordnungen, die wir aus der Geschichte weder der Bundesrepublik noch der Eurozone in einem solchen komprimierten Zeitraum jemals erlebt haben. Und da gilt es in der Tat, dagegen anzugehen. Ich möchte hier ein Dilemma ansprechen der EZB, wenn ich darf. Das Dilemma der EZB ist dabei, dass eben eine der Primärursachen für die Preisinflation nicht durch die EZB bekämpfbar ist. Wenn es zu weiteren Eskalationen in der Ukraine-Krise kommt, ist das Risiko, dass eben weitere exogene Preisschübe durch Rohstoffe, insbesondere durch Energie stattfinden, erheblich. Und da kann die EZB Zinsen erhöhen, wie sie will. Damit wird sie diesen Problems nicht Herr. Und insofern hat die EZB zwei neue Erfahrungen jetzt gemacht in ihrer Geschichte. Erstens eine weglaufende Inflation, die so nicht erwartet worden ist. Und zweitens ein Handicap, diese Inflation gar nicht in der Form durch ihre Mittel bekämpfen zu können, wie es angemessen wäre. Dazu bedarf es einer Flankierung durch die Außenpolitik. Ja, aber jetzt muss man auch schon sagen, okay, die waren natürlich schon viel später dran als die Federal Reserve. Die legt ja jetzt auch nächste Woche danach. Bleibt es dann auch spannend, ob es dann nochmal um 75 Basispunkte nach oben geht oder doch das Gas ein bisschen zurückgenommen wird. Könnten sie sich ja leisten, sind bei 3,25%. Wir jetzt bei 2%. Der Euro im Moment, jetzt durch die 75 Basispunkte, scheint ein bisschen stabilisiert zu werden. Die Bundrenditen deutlich nach unten gekommen in der ersten Reaktion. Auch die italienischen Staatsanleihen, die Renditen deutlich nach unten kurz danach. Trotzdem, Euro-Dollar, wie schaut es da aus? Muss man sich um die Gemeinschaftswährung jetzt Sorgen machen? Ich meine, aus Amerika über dem Teich drüben, da hört man schon immer mehr Stimmen, die sagen, oh, wie ist denn das jetzt bei euch mit der Währungsunion? Bleibt das jetzt wirklich alles zusammen oder gehen die starken Länder raus oder die schwachen? Wie schaut es da aus genau? In dem Kontext möchte ich eine Gegenfrage nahezu stellen, die ich aber rhetorisch dann auch beantworten werde. Wer ist eigentlich der Schwache und wer ist der Starke in Europa? Wir zeigen uns in Europa immer als Deutschland, wir sind Deutschland, wir sind stark. Das stimmt also im Hinblick auf den Anteil an der Wirtschaftsleistung. 29% der Eurozone, 24% der Europäischen Union. Mit schwach meine ich die Verschuldung. Entschuldigung, Herr Hellmeier, mit schwach meine ich natürlich die hohe Verschuldung. Italien, Spanien, wir hatten es in Griechenland, gut, da scheint es wieder ein bisschen besser zu laufen, aber das große Sorgenkind ist ja wirklich Italien, wo die Renditen schon bei 4,5% standen. Wenn es dann nach 6-7% nach oben geht, dann kommen die aber doch ganz schön ins Schwitzen mit der Refinanzierung, oder was meinen Sie? Ich bin da vollkommen entspannt, weil wir vergessen einen Punkt. Diese gesamte Staatsverschuldung, die in Griechenland hat, die höchste, Italien die zweithöchste. Diese ganze Staatsverschuldung ist ja nicht kurzfristig finanziert, dass sie der Zinsveränderung auch unterliegt, sondern sie ist mit einer Duration, so nennen wir das am Markt, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von circa 8 Jahren finanziert. Damit unterliegt doch nur die Neuverschuldung und den Ersatz der abgelaufenen Verschuldung dem erhöhten Zins. Anders ausgedrückt, auf die nächsten 8 Jahre profitieren diese Länder noch von dem Niedrigzinsregime der letzten 10 Jahre. Und das wird in diesen Diskussionen ausgeblendet. Deswegen ist diese Diskussion auch über den Zerfall der Eurozone wegen steigender Zinsen und Spreads, ja, das will die EZB verhindern, das sagte Frau Lagarde heute auch nochmal. Und es ist auch richtig, es zu verhindern. Aber es ist wäre ein großer Fehler, daraus jetzt ein kurzfristiges oder mittelfristiges Potenzial für den Zerfall der Eurozone ableiten zu wollen. Das ist hier nicht meins. Aber wenn wir über den Euro sprechen, ja, der Euro kam unter Druck und er kam zu Recht unter Druck. Wegen der Zinsdifferenz. Die Zinsdifferenzen am Geld- und Kapitalmarkt sind die entscheidenden Größenordnungen für kurzfristige Kapitalströme, die die Bepreisung am Devisenmarkt am Ende bestimmen. Und von daher macht es Sinn, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar in den letzten 12 Monaten ca. 20% verloren hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch fundamentale Faktoren, die langfristig wirken. Wir haben jetzt das Thema Zinsen ein Stück weit normalisiert. Damit zwingen wir Euro-Dollar nach einer deutlichen Abwärtsbewegung in eine Korrektur. Wenn wir es im Jahresvergleich sehen, dann haben wir jetzt ein Viertel in etwa dieser Abwärtsbewegung
korrigiert, technisch korrigiert, aber damit ist das Thema schwacher Euro nicht vom Tisch. Und jetzt kommen wir zu den langfristigen Wirkungen. Und das sage ich auch mahnend Richtung Brüssel, Richtung Frankfurt, Herr Nagel, und auch Richtung unserer Bundesregierung, aber auch Richtung EU-Kommission und Richtung Herrn Macron. Der entscheidende Punkt ist, dass wenn wir hier die Politik, die jetzt in diesem Jahr eingeschlagen worden ist, was Energiepolitik und Außenpolitik anbetrifft, dass wir den Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen innerhalb der Europäischen Union, der Eurozone und innerhalb Deutschlands angreifen. Und es gab einen Warning Shot. Deutschland hat fast keine internationalen Champions mehr. Wir haben noch einen Champion zum Beispiel im Bereich der Chemieindustrie, das BASF, das größte Chemieunternehmen der Welt. Und die haben jetzt genau das gesagt, was ich vor Monaten in diversen Interviews, ich glaube auch bei uns, zwischen uns, erwähnt habe. Das Risiko, das vor dem Hintergrund dieser verschlechterten Bedingungen, Versorgungssicherheit, Bepreisung von Energie, und wir leben in einem energetischen Zeitalter, es geht nichts ohne Energie. Das Risiko, dass Unternehmen vor dem Hintergrund entweder scheitern oder Produktionsstätten verlagern aus Deutschland, aus Europa heraus, ist hoch. Und genau das hat Herr Brudermüller als CEO der BASF jetzt gesagt, dass eben hier eine Reduktion des Standortes von Ludwigshafen im Raum steht und umgesetzt wird und dagegen in China weiter investiert wird, weil dort die Märkte sind und weil die Bedingungen für das Unternehmen dort sehr viel komfortabler sind als hier. Und wenn jetzt, ich muss diesen Exkurs darstellen, wenn der Kapitalstock, also die Summe aller Unternehmen, schmaler wird und von diesem Kapitalstock gehen alle Zahlungen Richtung Staat ab, Richtung private Haushalte über die Einkommen, implizit dann wieder über Einkommensteuer etc. pp. Zurück an den Staat. Der Staat verdient kein Geld, er verteilt es um. Dann spielen wir hier mit der Basis der Stabilität unserer Ökonomie, deswegen mit der Stabilität der Gesellschaft und ultimativ, wenn die Gesellschaft nämlich in einem Dissens lebt, mit der politischen Stabilität. Und die Diskussion darüber findet nicht im erforderlichen Maße statt, weil man sich dann mit sehr unangenehmen Themen auseinandersetzen müsste, in Berlin, in Paris und auch in Brüssel. Und da gilt es meines Erachtens, ein Augenmerk darauf zu haben. Und das ist der mittelfristige Grund, der mittellangfristig wirkende Grund, dass der Euro unter Druck steht. Und in dieses Thema passt auch hinein, vor ein paar Wochen Handelsblatt, Artikel, die USA bemühen sich jetzt, deutsche Unternehmen anzusprechen, ihre Produktionsstätten aus Europa, aus Deutschland zu verlagern in die USA. Also eine Deindustrialisierung Europas, eine Reindustrialisierung der USA. Das macht auch Sinn. In den USA hat der industrielle Sektor aus Sicht der USA 12% Anteil an der Wirtschaftsleistung, bei uns 26% Anteil an der Wirtschaftsleistung. Und es gibt noch einen Punkt, den will ich additiv dazu setzen. Die USA haben jetzt ein Programm, 52 Milliarden US-Dollar quasi Subvention, um die Halbleiterindustrie zurück in die USA zu holen, und zwar die Produktion. Und dabei geht es um Taiwan, TSMC. TSMC, Taiwan stellt 64% aller Halbleiter, die verbraucht werden, pro Jahr dem internationalen Markt zur Verfügung. Und die USA wollen von dieser Abhängigkeit von Taiwan weg. Und damit sagen sie, okay, jetzt deindustrialisieren wir Taiwan und reindustrialisieren dafür die USA. Und das sollte uns bewusst sein im Diskurs, denn es geht am Ende immer um Ökonomie. An der Ökonomie hängt die wirtschaftliche Stabilität, hängt die Wohlstandsstabilität, hängt die gesellschaftspolitische Stabilität und die politische Stabilität. Diese Zusammenhänge werden zu häufig einfach isoliert, eben die Zusammenhänge nicht gesehen. Man betrachtet Dinge immer isoliert. Das ist ideologisches Denken. Und wir wissen, dass ideologisches Denken aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht zielführend ist. Ja, weil Sie jetzt China ansprechen, würde ich auch gerne noch erwähnen mit Xi Jinping, Herr Staatspräsident. Das waren ja doch schon ein bisschen verstörende Bilder, sage ich jetzt mal, als er da den früheren Staatschef, habe jetzt nicht genau den Namen im Kopf, aber dass der den da vor allen Kameras eben abführen ließ, hat natürlich auch gedroht. Taiwan ist unsere Sache, da hat sich keiner reinzumischen. Nochmal eine klare Ansage, klare Drohung auch an die USA, an Europa, dass man sich hier bitte gefälligst raushalten soll. Und dass es eben die eigene Sache ist, wenn man da einmarschiert. Glauben Sie es, dass es wirklich macht jetzt im November?
Also ich sehe es kurzfristig nicht, aber nochmal so etwas, da dort Prognosen abzugehen, ist für einen Chefvolkswirt nicht angemessen. Aber Sie müssen sich Tja, damit ich habe mich auseinandersetzen. bei Russland auch schon geirrt. Ich habe den 24. Februar nicht gesehen. Also ich sehe es kurzfristig nicht. Dafür gibt es keine Vorbereitungen, die das implizieren, aber unmöglich ist nichts. Entscheidend ist hier, wir sagen immer die Aggression Chinas. Von wem geht denn die Aggression aus? Es gibt einen Status quo, der im internationalen Recht festgelegt ist und der lautet seit 1973, UN-Resolution 2758, dass China das alleinige Vertretungsrecht hat. Punkt. Inklusive Taiwans. Deswegen ist auch Taiwan kein UN-Mitglied. Und wer versucht jetzt diesen Status quo zu verändern? Versucht das China oder versucht das der Westen? Also es versucht der Westen. Dann muss man erstmal sagen, also die Veränderungsdynamik, man könnte auch sagen, Aggression geht hier vom Westen aus, einen gegebenen Status quo in Frage zu stellen. Und ich weise übrigens darauf hin, dass die Mehrheiten innerhalb Taiwans für jetzt diesen Sezessionskurs dünn sind. Das ist nahezu eine 50-50-Situation innerhalb der Bevölkerung. Ihr wird so getan, als würde ganz Taiwan dahinter stehen. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt zwei unterschiedliche Lager. Im Moment hat das Sezessionslager die Mehrheit. Also es ist eine sehr filigrane Diskussion, die ich hier auch nicht vertiefen will. Für mich sind es nicht Drohungen, sondern es sind Reaktionen auf die Aktion, die der Westen startet mit einer aggressiven Bewaffnung Taiwans. Das erinnert beinahe an die Bewaffnung der Ukraine über die letzten 8 Jahre durch den Westen. Und dass China das als einen Angriff auf die Souveränität sieht im Hinblick auf die international geschlossenen Verträge, UN-Charta, die gesamte Annäherung zwischen Westen und China unter Nixon und Kissinger basiert auf dieser UN-Resolution 2758, die der Westen jetzt in Frage stellt. Da muss ich sagen, also dann tue ich mich schwer, uns immer als die Guten darzustellen, und der andere ist der Böse. Das ist ein filigranes Thema, das man sicherlich auch völkerrechtlich diskutieren muss, aber das ist mir zu flach. Also insofern, das Thema Drohung mag ich nicht, sondern es gibt eine Ansage seitens Pekings, dass man diese Politik des Westens und Taiwans nicht bereit ist zu akzeptieren, weil es nicht im Einklang mit den geschlossenen Verträgen 1973 steht. Also hätten Sie da Costco Shipping doch noch einen größeren Batzen vom Hamburger Hafen gegeben oder ist es jetzt okay mit den 24,9? Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber der Punkt ist doch, dass wirtschaftliche Verflechtung die beste Friedensgarantie ist. Das lernen wir aus Geschichte. Es gibt auch Ausnahmen, aber grundsätzlich gilt das. Der Punkt ist, wenn der Westen irgendwo sensible Investitionen hat in Drittstaaten, dann wird das nicht diskutiert. Und bei China wird das immer in Abrede gestellt, dass dahinter ein böser Wille steht. Ich kann nur eins sagen, und das sage ich an dieser Stelle ganz, ganz deutlich. In der europäischen Defizitkrise, als es Griechenland richtig schlecht ging, war ich am selben Tag wie Frau Merkel in Athen, habe vor den Unternehmern gesprochen. Und mein Plan war eine Sonderwirtschaftszone etc. pp., Infrastrukturaufbau und ähnliche Dinge dort zu leisten, um eine Effizienzsteigerung des Standortes zu ermöglichen, mit einem investiven und nicht konsumtiven Charakter. China hat doch genau das gemacht. Und ohne diese Investition 2009 und 2016 in diesen Hafen, der vor 2009 eine regionale Bedeutung hatte, korrupt war und vollkommen ineffizient, ohne diese Maßnahmen der Chinesen würde Griechenland heute nicht dort stehen, wo es steht. Und das gilt es eben in diesen gesamten Diskursen auch einmal anzuerkennen. Und ich möchte noch einen Gedanken dazu bringen. Als ich die Deutsche Bank 1990 verließ, hatte die Deutschland AG 80% am Eigenkapital der deutschen Unternehmen. Das heißt, wir haben uns selber kontrolliert. Heute gehören mehr als 65 bis zu 70% der angeblich besten Unternehmen, 40 im DAX, zu 65 bis 70% ausländischen Investoren, insbesondere US-Großinvestoren. Da wird nicht einmal darüber diskutiert, über Einflussnahme, obwohl die USA uns wie Donald Trump Automobilindustrie bedrohen, obwohl man in unsere Innenpolitik eingreift, siehe Nord Stream 2 und so weiter. Da wird es nicht einmal diskutiert. Und ich möchte jetzt von einem hören, diesem gesamten Diskurs, wann China solche Maßnahmen mit Drohung von Sanktionen gegen Drittländer wegen ihrer Investitionen unter Umständen oder ähnlicher Dinge gemacht hat. Ich möchte ein Beispiel hören. Mir fällt keins ein. Dann können wir exakt. Und dann muss ich sagen, wenn wir also immer hier sehr asymmetrisch die Dinge bewerten, dann scheint das entweder ein Stück weit
eine Blindheit auf einem Auge zu sein. Oder aber es hat vielleicht was mit dem Stockholm-Syndrom zu tun, aber darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Das lassen wir jetzt mal, da bin ich auch noch nicht so firm, da bin ich bei den Kapitalmärkten, glaube ich, besser bewandert in den Kapitalmärkten. Trotzdem, wenn man jetzt schaut, Deutschland, natürlich Europa, wir stehen da in der Mitte von Europa, aber es ist so ein bisschen zwischen den Stühlen auch, die Amerikaner fordern von uns mehr dahin. China ist natürlich ein guter Handelspartner auch für unsere große Automobilindustrie. Sie haben es angesprochen, Deutschland muss da schon aufpassen, auch dass es nicht den Anschluss an die Weltwirtschaft verliert. Sie fordern auch viel mehr Ratio und Realpolitik von unserer Bundesregierung. Was muss sich jetzt da konkret ändern? Ich meine, klar, wir haben jetzt einfach die teuren Energiepreise. Machen die jetzt einen guten Job? Oder hätten Sie gesagt, nee, jetzt alles hoch, was geht, Gaspreise raus, Merit Order bestimmt den Strompreis nicht. Wie ist Ihr Fazit da? Wie ist Ihr Urteil über die Bundesregierung? Vor allem, was muss sich ändern, dass Deutschland wieder attraktiver bei internationalen Investoren wird? Das Problem, Ihre Fragestellung zielt jetzt darauf ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun. Wir haben im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren oder 21 Jahren seit 2001 die Fehler gemacht. Und wir können jetzt nicht sagen, das und das wäre das Richtige. Also zum Ersten, die Bundesregierung hat eins gut hingekriegt, das Thema Versorgungssicherheit ist erstmal gewährleistet. Den Preis, den man dafür gezahlt hat, der Preis ist sehr hoch, aber den Preis können wir uns leisten. Ich stehe auch hinter dem 200-Milliarden-Programm, weil so ähnlich wie in der Corona-Krise würde es dieses Programm nicht geben, würden jetzt die Unternehmen reihenweise fallen. Damit würde unser Wirtschaftscluster zerfallen, das die Effizienz unseres Wirtschaftsstandorts bestimmt und damit ist auch erträglich, macht hohe Preise bei Lohnkosten und Energie zu ertragen. Also das ist richtig. Wir kaufen uns damit Zeit bis Mitte 2024 und wir können es uns leisten, auch wenn es 5% der Wirtschaftsleistung sind. Auf den Punkt gebracht, um Ihre Frage zu beantworten. Hätten wir einfach eine andere Sicherheitsarchitektur über die letzten 20 Jahre in Europa etablieren müssen, die eben nicht nur den Interessen der kleinen Länder, die dazugekommen sind, die Europäische Union und NATO entspricht, sondern auch der größten Atomnation dieser Welt, so wie die USA das für sich einfordern. Gerade bei Nicaragua wurde es deutlich, also wenn Nicaragua zu sehr aus der Reihe tanzt, haben die USA schon gesagt, dann wird man das nicht akzeptieren. Was heißt das? Ein ähnliches Vorgehen wie am Ende Russland mit der Ukraine. Und wir müssen mal anfangen, jetzt auch gleichschenklich uns die Dinge anzusehen. Es geht nicht darum, die Welt zu beherrschen, in meinen Augen, sondern es geht darum, sinnstiftende Politik mit weitem Auge zu machen, auf Augenhöhe. Und dann ist die Forderung, die nächste, die ich an unsere Politik habe, und das fordere ich seit 20 Jahren ein, um latent überhört zu werden. So wie Unternehmen Business of Skill brauchen, um ihre Agenda, um ihre Vorstellungen, ihre Produkte am Markt zu platzieren und auch erfolgreich zu sein, wie diese Unternehmen Business of Scale brauchen, brauchen staatliche Gebilde Politics of Scale. Und wir haben einmal die großen USA, 14% der Weltwirtschaftsleistung, Basiskaufkraftparität, China 20% der Weltwirtschaftsleistung, Basiskaufkraftparität, Europäische Union 14%, ähnlich wie die USA, etwas kleiner als die USA. Die sind eher Richtung 15, wir 14, aber das ist beinahe die gleiche Größe. Und jetzt schauen wir uns mal an, was diese Europäische Union außenpolitisch macht. Ich habe eine Frage an Sie. Sind wir proaktiv, verfolgen wir eine klare Agenda mit klaren Zielen und überprüfen die Ziele, ja oder nein? Also ich kann da keine Struktur erkennen gerade. Also ich... Haben die USA eine Agenda, Zbigniew Brzezinski, Hegemonialmacht erhalten über Regime-Change-Politik, ja oder nein? Ja. Hat China eine Politik, Soft-Power, Seidenstraße, Belt and Road-Initiative? Die haben einen klaren Plan. Ja. Die haben klare Pläne. So, und Europa ist etwas, was reaktiv ist. Und wir sind reaktiv, weil wir unterschiedliche, divergente Meinungen innerhalb unserer ganzen Veranstaltung haben. Deswegen habe ich immer gesagt, wir brauchen am Ende die Vereinigten Staaten von Europa mit viel Subsidiarität, mit mehr Demokratisierung. Ja, das brauchen wir. Also ich sage nicht, dieses Modell ist jetzt gut und daraus machen wir einen Staat. Übrigens nicht auf Basis Europäischer Union, wenn Eurozone. Weil die Divergenz gerade bei den neuen EU-Mitgliedern hinsichtlich der Rechtsfragen und ähnlicher Dinge ist dort so ausgeprägt. Aber was ich damit sagen will, wenn wir uns weiter in diesem Pool tummeln, wo wir glauben, dass unser eigener Bauchnabel wichtiger ist
als die gemeinsame Sache, dann wird Europa zwischen diesen Blöcken, die Pläne haben, am Ende zerrieben. Und nehmen Sie jetzt, jetzt gehen wir zurück zum Anfang unseres Gespräches. Warum besteht denn das Risiko, dass jetzt unser Kapitalstock extrem leidet? Er besteht genau aus dem Grunde, dass wir hier reaktiv sind und im Grunde genommen keine Case Studies, keine Fallstudien machen für den Fall, für jeden Fall und ähnliche Dinge. Das heißt, wir sind eben nur reaktiv und wer nur reagiert, der ist meistens nicht der Erste, sondern bestensfalls der zweite, dritte Gewinner. Und der dritte Gewinner ist meistens Bronzemedaille, eher ein Verlierer. Ja, Herr Hellmeier, ich will jetzt da auch nicht immer schwarz malen. Es fällt einem halt einfach nur schwer im Moment da wirklich optimistisch zu bleiben, wenn man jetzt da hört, okay, Dividendenverbot ist im Spiel, Boniverbot ist im Spiel. Die Kehrseite ist doch dann kommen doch die Leute überhaupt nicht mehr nach Deutschland. Wer will dann noch bei deutschen Unternehmen arbeiten? Wer will überhaupt noch in deutsche Unternehmen investieren, wenn es keine Gewinnausschüttung gibt? Da haben doch einige noch nicht verstanden, wie der Kapitalmarkt richtig funktioniert. Den braucht man doch wirklich eben, um einen Investitionsanreiz zu schaffen, um die ganzen Investitionen stemmen zu können. Das kann doch nicht alles mit dem Staat passieren. Ich bin bisweilen so atemlos wie Sie. Wir erlauben uns im Grunde genommen im politischen Rahmen, auch jetzt mit dem Thema Vermögensteuer für die Ukraine, nicht Vermögensteuer für die eigenen Bürger, in Gottes Namen niemals, sondern wenn für die Ukraine. Nein, wir erlauben uns im Endeffekt Gedankenexperimente, die häufig ideologiefreundlich sind. Und dann haben wir aber eine eigene Geschichte, die wir damit ignorieren, seit 1871, seit Gründung des Deutschen Reiches. Wenn wir sagen, was hat uns erfolgreich gemacht? Pragmatismus. Gründerjahre, gibt es ja diesen Begriff, das war nach 1871 bis 19, Gründerjahre, daher stammt BASF, Bayer, Siemens und Siemens war vorher schon gegründet, aber Deutsche Bank genau gegründet, 1871 als Beispiel. Also die Gründerjahre, der Mut, etwas anzufassen, etwas zu bewegen, die Welt erobern zu wollen, ökonomisch bitte nicht militärisch, das waren Punkte. Und nur eine Idee, 1914 bei Ausbruch des Krieges hat Deutschland 90% aller Patente in allen wesentlichen Feldern gehabt. Das war eine Dynamik, das war eine Wissensdynamik, Bildungsdynamik verbunden mit einer ökonomischen Dynamik. Und alles das haben wir verloren durch Ideologie im Endeffekt. Einmal durch eine braune, im Osten dann auch nochmal eine rote. Und die Frage stellt sich, ob ideologisches Denken diesem Land gut tut. Und meine Antwort lautet aus der historischen Betrachtung, nein. Immer dann, wenn wir pragmatisch waren, wenn wir auch zielorientiert waren, wenn wir etwas in Ökonomie wollten und was bewegen wollten, dann waren wir gut. Dann waren wir gut für Deutschland, Europa und die Welt, weil wir neue Patente, bessere Effizienzen damit für die Weltwirtschaft auch ermöglicht haben und. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir einfach auch mal in einer Form der Selbstkritik anfangen, uns zu hinterfragen. Und wenn wir das nicht tun und auch die Frage stellen, jetzt machen wir mal einen ganz großen historischen Bogen, die Frage stellen eben nach diesem politischen Skaleneffekt. Ich habe eine Frage an Sie. Wann waren wir das letzte Mal in etwa so vereint wie derzeit innerhalb Europas über die Eurozone? Ich gebe Ihnen einen Tipp, es war nicht in diesem Jahrtausend, auch nicht in dem davor, sondern es war um das Jahr 800 und hatte mit welchem Kaiser zu tun? Die Franzosen? Mit Karl dem Großen. Karl dem Großen, genau. Ein Franke. Ein Franke, da hatten wir genau dieses Modell. Und was gab es? Das war das Ende des dunklen Mittelalters. Was gab es unter ihm? Eine Bildungsoffensive. Dieses Land Deutschland. Und es geht, wir sind international in einem Bildungswettlauf. Dieses Land Deutschland redet seit 20, 30 Jahren von einer Bildungsoffensive und hat das Gegenteil in meinen Augen erreicht. Und das sehen wir jedes Mal, wenn wir diese Wettbewerbe haben, was mathematisches, naturwissenschaftliches Wissen anbetrifft. Tut mir leid, das waren früher unsere Felder, wo wir brilliert haben. Das ist die Grundlage für den ökonomischen Erfolg Deutschlands, auch wenn wir die Unternehmensstruktur sehen, auch wenn sie jetzt langsam immer dünner wird. Und genau in diesen Feldern sind wir nicht aktiv. Wir sind überall woanders aktiv, wo man viel redet, aber wenig weiß. Und wir brauchen wieder etwas, wo wir mehr wissen und vielleicht weniger reden. Bleiben wir beim Kapitalmarkt noch. Nee.
Kein Thema, wir nehmen hier kein Blatt vom Mund, wir sind hier nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Wir müssen jetzt nochmal auf den Kapitalmarkt auf jeden Fall schauen. Da ist es ja doch auch schon ein bisschen perplex und da sind wir wieder am Anfang unseres Interviews angelangt, dass die Aktienmärkte jetzt zuletzt, die letzten Tage, nach all dem, was passiert ist, mit der Verschärfung, mit dieser schmutzigen Bombe, dass sich das alles zuspitzt, auch mit China und den USA, für das sind wir ja noch ganz gut gelaufen. War das jetzt wirklich dann nur eine Erholungsrallye oder ist das jetzt schon ein Beginn, wie zum Beispiel im Frühjahr 2009, wo auch keiner damit gerechnet hat, aber wo es dann wirklich brutal wirklich angezogen hat und wir dann plötzlich wieder im riesen Bullenmarkt waren? Wie schätzen Sie jetzt die weitere, kurz- bis mittelfristige Entwicklung ein? Also ich habe Demut. Und die Situation 2008-09 ist nicht vergleichbar, grundsätzlich von der Qualität her, ist erstmal mit der Krise, die wir derzeit haben. Wir haben jetzt die Krise, die größte geopolitische Krise seit 1945, in meinen Augen. Die ist größer als Kuba-Krise. Und das ist ein Unterschied. Also mit anderen Worten, ich kann diese Krise nicht, wir sprachen vorhin drüber, über die EZB oder die Federal Reserve und Quantitative Easing und Nullzinsen lösen. Das kann ich nicht. Also die Qualität ist eine andere. Es ist erstmal eine Korrektur im Bärenmarkt. Unsere Börsenampel, DAX-Börsenampel heute, hat auf gelb geschaltet, also auf neutral. Und dafür gibt es auch viele Gründe. Erstens, wir kommen in diesem Jahr von über 16.000 Punkten im DAX und waren im Tief bei 11.850, 70 Punkten. Damit haben wir die sogenannte viele Kerngrößen der Bewertung von Unternehmen drastisch nach unten geführt. Also der Durchschnitt historisch liegt beim Kursgewinnverhältnis im DAX von 14,5. Wir liegen, glaube ich, jetzt, also wenn wir Einzelwerte nehmen, nehmen wir die BASF, dann liegen wir unter 8, glaube ich. Also da haben wir schon viel Pessimismus eingepreist. Das ist der erste Punkt. Das heißt, das Bewertungsniveau ist niedrig unter der Maßgabe, dass die Gewinne so laufen, wie sie erwartet werden. Denn das ist die Grundlage für die KGV-Bewertung, Kursgewinnverhältnis. Der zweite Punkt ist, und das ist der Unterschied zu 2008-09 auch, der Markt war nachher in einer Situation, jetzt, als wir um die 12.000 im DAX handelten, und das gilt für die internationalen Märkte, nicht nur für den DAX, extrem abgesichert. Das heißt, was man dann sieht plötzlich ist, es gibt negative Meldungen, nehmen wir die dreckige Bombe und das hat kaum Traktion nach unten, weil ja schon alle darauf positioniert sind, dass die Märkte weiterfallen. Und dann braucht es nur wenige positive Meldungen, um den Markt nach oben zu bewegen und dann zwingt man diese ganzen Marktteilnehmer, die eben große, wir nennen das Short-Positionen, Absicherung gemacht haben, ein Stück weit ihre Absicherung aufzulösen und das in relativ dünnen Märkten und dann kann es zu großen Bewegungen kommen. Das ist die Erklärung. Was sind die Hintergründe, warum es jetzt besser wird? Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Rohstoffpreise fallen seit Monaten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Spitze der Inflationsentwicklung gesehen haben, ist relativ hoch, es sei denn, es gibt nochmal exogene Faktoren, die belasten. Damit ergibt sich auch in der Zinsdebatte eine etwas mildere Form der Erwartungshaltung, sehen wir bei den, insbesondere in den USA, wo dann plötzlich die Zinserwartungen ein Stück weit runtergehen, dass also nicht ganz so viel nach oben passieren könnte. Bank of Canada, die Zentralbank, hat gestern dafür Munition geliefert, weil sie nicht ein 0,75% erhöht hat, nur 0,5%. Aber sie war natürlich viel weiter. Die sind jetzt bei 3,75 als eine EZB. Deswegen, die EZB muss die 75 Basispunkte jetzt auch liefern, um auch den Euro einigermaßen stabil zu halten. Was kommt da zusätzlich dazu? Markttechnik. Die Markttechnik war extrem überverkauft und jetzt werden Kaufsignale generiert. Darüber hinaus läuft die Weltwirtschaft ja weiter. Sollen nächstes Jahr nur noch 2,9% Wachstum sein oder 2,7% laut IWF. Aber es ist immer noch Wachstum. Das heißt, die Unternehmen müssen mehr produzieren. Darüber ergeben sich Skaleneffekte. Die Welt geht nicht unter. Die Sonne geht jeden Morgen wieder auf und wir müssen über 8 Milliarden Menschen grundversorgen. Also von daher ist das durchaus verständlich, dass diese Korrektur stattfindet. Ob es die Trendwende ist, so wie 2009, da begann die Aufwärtsbewegung auch zunächst mit einer technischen Korrektur, das kann hier heute keiner sagen, weil wir hängen eben, und das ist der qualitative Unterschied zu 2008-09, da konnten die Zentralbanken uns ersäufen in Liquidität und damit den Markt auch hoch zwingen.
Aber diesmal haben wir eine andere Situation. Wir haben nicht wie damals Zinssenkungen, wir haben Zinserhöhungen, wir haben einen Entzug von Liquidität und wir haben ein ganz anderes Grundrisiko, nämlich ein geopolitisches und nicht ein finanzsektorspezifisches, das realwirtschaftliche Auswirkungen auf den Rest der Ökonomie hat. Das ist etwas vollständig anderes. Aber ich schließe nicht aus, dass es eine große Trendwende werden kann. Das sage ich ganz deutlich hier, aber damit will ich nicht euphorisch klingen. Für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt eine technische Korrektur innerhalb des Bärenmarktes. Wo unsere Börsenampel würde übrigens beim DAX-Stand von 13.600 grün werden, ohne aber, da sage ich auch, dann baut sich zusätzliches Potenzial, Aufwärtspotenzial auf. Aber das ist auch noch nicht die große Wende. Das ist noch nicht das Verlassen des Bärenmarktes. Ja, wir sind jetzt genau an der oberen Abwärtstrendlinie im Endeffekt. Wenn der dann nach oben ausbricht, neue Hochs macht, dann sagt man, ist man auf jeden Fall aus dem Bärenmarkt raus im Bullenmarkt. Bleibt abzuwarten, ob es nicht doch vielleicht eine Bullenfalle ist. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich meine, es gibt ja auch wirklich ein paar Unsicherheiten noch, Unwägbarkeiten. Wir haben da jetzt zum Beispiel 3 Tage lang fallen bei uns fast komplett die S-Bahnen aus in München. Die Regionalzüge von Augsburg hierher am Ammersee, da kommt man auch schon ein bisschen auf dumme Gedanken, wenn man natürlich hört, okay, Blackout, hier vielleicht Hacker, da ein groß angelegter sagen wir, IT-Angriff. Der Black Swan schwirrt auf jeden Fall noch rum. Also Sie würden noch nicht all in gehen, sagen jetzt da jetzt auf jeden Fall rein. Was würden Sie jetzt in jemanden raten? Weil wir nämlich die Frage jetzt eben gestellt, weil wir viele Fragen auch von Zuhörern, Zuschauern, von Lesern bekommen, die sagen, okay, wo soll man denn jetzt überhaupt noch sein Geld anlegen, wenn man es in 5 bis 10 Jahren braucht? Für die Rente, ich habe jetzt hier 100.000 Euro oder ein Haus geerbt, habe jetzt Cash auf dem Konto. Was empfehlen Sie denen? Was raten Sie denen ganz allgemein gesagt? Noch nicht all in. Gelb haben Sie ja gemeint, die Börsenampel. Genauso. Also ich würde circa 20% Liquiditätsquote meines verfügbaren Einkommens nach wie vor halten. Ein Teil, 10% des verfügbaren Einkommens, sollte in physischem Edelmetall sein. Und ich sage eins: Ich manage ja mit Christian Buntrock selber den Strategic World Asset Fund. Investieren in global agierende, aktiv gemanagte Fonds halte ich für das Sinnvollste, weil aber aktiv gemanagt ist wichtig. Und da ein bisschen auf den Track Record schauen. Also haben die das in der Vergangenheit gekonnt, dass nach unten Teile der Abwärtsbewegung aufgefangen werden, um dann wieder reinzugehen und nach oben zu partizipieren. Das ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, das hängt an Menschen. Ist die Kontinuität in dem Management dieser Fonds gegeben? Nicht, dass da latent Wechsel stattfinden, dann ist eben immer ein Qualitätswechsel auch steht mit im Raum. Das ist für mich die Antwort. Weil für den Durchschnittsbürger sind diese ganzen Dinge, diese Komplexitäten, die ich eben darstelle, zwischen Geopolitik, Ökonomie, nationale Ökonomie, internationale Ökonomie, Devisenmärkte, ist das schwer zu managen, wenn man voll investiert sein will. Das lässt sich besser über Fonds aktiv gemanagt mit erfahrenen Teams. Und da gibt es eine ganze Reihe in Deutschland und auch in Europa und auch weltweit sehr erfolgreiche Fonds. Das wäre meine Antwort für die Menschen, die sich damit nicht tagtäglich und professionell auseinandersetzen wollen. Und es geht nicht, führt nichts an der Aktie vorbei. Das ist auch etwas. Und entscheidend ist, dass man in Schwächeaktien kumuliert. Also angenommen, wir hätten jetzt einen Kunden, der nur sein Geld auf dem Giro- oder Sparkonto hat. Dann würde ich sehr wohl sagen, dass jetzt 30% Investitionssumme am Aktienmarkt richtig sind, als Investor, gerade unter langfristigen Gesichtspunkten. Langfristig bringen Aktien, und da muss man darauf schauen, dass die Geschäftsmodelle natürlich rentabel sind, dass sie auch auf die nächsten Jahrzehnte zukunftsfähig sind. Langfristig bringen die in etwa 7%, das ist der Blick in die Vergangenheit. Jetzt können wir wegen der Demografie und ähnlichen Dingen sagen, das sind vielleicht irgendwann nur noch 6%, die wir hier im Westen haben, wenn man eher im Westen investiert sein will. Aber damit schlage ich grundsätzlich immer die Zinsmärkte. Das ist die Erfahrung der letzten Jahrhunderte, seitdem es Finanzmärkte gibt. Und die Chance liegt dann genau in dem Moment, wenn das Gefühl am übelsten ist. Das war 2008/09 so, das war 2001/02 so. Und es wird auch diesmal so sein. Die Welt wird sich weiter drehen. Es kann sein, dass der deutsche Standort geschliffen wird oder der europäische, weil wir deindustrialisiert werden, damit immer höhere Außenhandelsdefizite haben und das Ganze hier zusammenbricht. Ja, aber dann wandern die Unternehmen halt in die Bereiche, in die Regionen, wo die Politik ihre Interessen auch vertreten kann. Politics of Scale, wie jetzt BASF sagt, wir gehen weiter nach China.
Vielleicht das BASF wird irgendwann den Sitz von Ludwigshafen nach Shenzhen verlegen oder nach Shanghai oder Peking. Wer weiß das? Das ist alles theoretisch möglich, weil die sind ja nicht einem Land verpflichtet, sondern die sind ihren Eigentümern verpflichtet. Und diese Dinge muss man im Kopf haben und dann ist man eben mit Unternehmen teilweise besser aufgestellt, weil sie besser gemanagt werden als Staaten. Und wenn ich in den Zins investiere, investiere ich eigentlich immer in den Staat. Wer reagiert schneller, wer reagiert besser? Das ist die Frage. Und ich glaube, die Antwort ist offensichtlich. Noch ganz kurz der Blick in die Glaskugel. Ich meine, spaßeshalber muss es sein, ist gerade schwierig, ich gebe es zu. Aber nur ganz kurz gefragt noch abschließend, DAX, wenn man jetzt, gut, man soll ja sowieso nicht das Homebuyers machen, man soll weltweit gehen, aber jetzt mal mit den DAX unseren deutschen Leitindex anschauen, wo wird er stehen Ende nächsten Jahres, Ende 2023, höher oder tiefer als jetzt? Höher. Höher. Ganz klare Kante wieder, wie immer, Volker Nein, Hellmeier. Ich begründe es sogar noch. Aber das bleibt nur zwischen uns beiden. Der entscheidende Punkt ist, dass die Unternehmen doch die Inflation generieren, mitgenerieren. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, das unverzichtbare Güter produziert, dann wird die Inflation im Grunde genommen in die Bilanzsumme integriert und nachher auch im Gewinnausweis, nicht 1:1, aber grundsätzlich findet es dort statt. Und damit ist es eben ein indirekter Inflationsschutz. Und wir werden nächstes Jahr, da bin ich bei Joachim Nagel, erhöhte Inflation, Preisinflation haben. Und das wird sich dann eben auch an den Aktienmärkten materialisieren. Das ist mein Take darauf. Also ein optimistischer Volker Hellmeier. Hanseatische Frohnatur gehört auf jeden Fall eine Portion Optimismus dazu. Kann nicht schaden im Moment. Wir sollen alle ein bisschen, sagen wir, nicht so viel Trübsal blasen, weil wir können ja eh nichts dran machen. Und es geht eben da wirklich konsequent geradeaus nach vorne zu schauen und wir hoffen das Beste. Herr Hellmeier, wäre schön, wenn wir vielleicht zum Jahreswechsel nochmal nachlegen könnten mit einem positiven Ausblick. Vielleicht schaut es dann schon besser aus. Bleibt auf jeden Fall zu wünschen. Besten Dank für den Moment. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Ja, Daumen hoch für die Aktienmärkte. Über ein Like von euch würden wir uns auch freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, leitet es kräftig weiter. Abonniert unseren Kanal, falls noch nicht geschehen. Ja, und habt ihr Fragen an Volker Hellmeier vielleicht für das nächste Interview mit ihm, dann zum Jahreswechsel, dann würden wir uns über zahlreiche Kommentare von euch freuen oder Fragen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Noch ein Hinweis in eigener Sache hier, unser Zweitkanal mit Luis Ropero ist auch kräftig am Wachsen. Vielen Dank, auch abonnieren, falls noch nicht geschehen und er erklärt euch in einem neuen Video zum Thema Energiekrise, wer eigentlich der Profiteur von der Energiekrise ist, warum der Strompreis eigentlich so durch die Decke geht im Moment und wie ihr an den steigenden Gewinnen im Energiesektor am besten partizipieren könnt. Also einfach reinschauen, nichts verpassen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.